Ja, mein Job ist Geschäftsführer der 17&4 Organisationsberatung GmbH und das ist eine Firma, die sich damit beschäftigt, nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Projekten weiterzubringen, zu organisieren und diese Projekte dann zu einem Abschluss zu bringen. Das heißt, der Job schaut so aus, dass wir versuchen, Projekte zu entwickeln, Leute zu finden, die interessiert daran sind, die einen Bedarf haben an entsprechenden Weiterentwicklungen. Das kann sein im Bereich der Forschung und Entwicklung, das kann auch sein im Bereich der Umsetzung. Und die Aufgabe des Geschäftsführers ist eben hier einerseits einmal die Projekte überhaupt hereinzubringen, zu akquirieren, nennt man das, und dann eben dafür verantwortlich zu sein, dass diese Projekte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend gut abgewickelt werden. Also man muss schauen, welche Ressourcen sind dafür notwendig, wie viel Arbeit kann man den einzelnen Kolleginnen und Kollegen übergeben, wo muss man selber schauen, dass die Ergebnisse entsprechend den Anforderungen auch stimmen, dann muss man schauen, dass die Abrechnung richtig gemacht wird und dann muss man natürlich auch schauen, dass zum Schluss auch die Finanzierung stimmt. Das heißt, die Abwicklung von Projekten ist der eine Teil. Der andere Bereich ist natürlich, dass man so eine Firma immer auch weiterentwickeln muss. Das heißt, wir müssen schauen, wie entwickelt sich denn die Situation im Land, aber auch international gesehen weiter, wo können wir in den nächsten Jahren entsprechend tätig sein. Das heißt, man muss hier immer schon 5 Jahre auch im Vorhinein ein bisschen planen, wo die Entwicklung, wo die Reise hingehen soll. Wie schaut Ihr beruflicher Werdegang aus? Ja, mein beruflicher Werdegang hat begonnen mit dem Studium an der Universität für Bodenkultur, an der BOKU, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Habe das 1983 abgeschlossen, habe zu Beginn auf Instituten an der BOKU über kleine Werkverträge einmal gearbeitet und habe dann eine mehrjährige Anstellung gefunden in einem Zivilingenieurbüro. Habe dort die verschiedensten Projekte im Bereich der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft durchgeführt, habe geplant, habe auch Praxis gemacht auf Baustellen und so weiter und so fort und habe dann gewechselt in einen ganz anderen Bereich, eben in die Umweltberatung. Das war so eine Idee, die damals 1988 ungefähr aufgekommen ist. Da hat es eine erste Umweltberatung schon in Niederösterreich gegeben und wir haben dann in Wien eine Gruppe aufgebaut und haben versucht, diesen neuen Beruf für Wien zu entwickeln, die Rahmenbedingungen zu schaffen, zu schauen, wie man sowas finanzieren kann und dann eben auch zu schauen, wie kann der Beruf Umweltberatung überhaupt ausschauen. Also was sind die Beratungsthemen, wie kommt man die Leute heran und so weiter und so fort. Das habe ich circa 10 Jahre lang gemacht und dann haben wir uns mit einer kleinen Gruppe selbstständig gemacht und haben eben die 17&4 Organisationsberatung gegründet, wo ich heute eben noch arbeite und einer der beiden Geschäftsführer bin. Und was ist das Coolste an Ihrem Job und was das Anstrengendste? Das Coolste am Job ist, dass ich sehr selbstständig bin, dass ich mir die Schwerpunkte der Arbeit selber aussuchen kann, also Themen, die mich sehr interessieren. Da geht es dann nur darum, dass ich entsprechend auch die Möglichkeiten finde, dass man das in Projekten einbringen kann. Sehr cool ist, dass man sehr, sehr viele Leute kennenlernt, interessante Leute kennenlernt, mit ihnen zusammenarbeiten kann. Und anstrengend ist die Abgrenzung. Also es gibt oft viele interessante Projekte, wo man überall mitmachen möchte und irgendwann ist dann die Gefahr, dass es zu viel wird. Oder eben sehr anstrengend, manchmal sind auch komplizierte Projektabrechnungen, also wo man dann zum Schluss über sehr vielen Zahlen sitzen muss und das ist nicht unbedingt mein
Lieblingsgebiet, die finanzielle Abrechnung von Projekten. Und wie sehen die Berufschancen in Ihrem Job aus? Die Berufschancen sind generell im technischen Bereich sehr gut. Wobei ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man eine fundierte technische Ausbildung hat. Es gibt sehr viele Leute, die sehr viele Management-Ausbildungen haben. Ich glaube, es ist derzeit fast günstiger, wenn man hier auch kombinieren kann, wenn man Management-Ausbildungen mit technischen Grundlagen kombiniert, sind, glaube ich, die Chancen noch immer relativ gut. Wobei ich schon auch sagen muss, dass gerade im Umweltbereich in den letzten Jahren viele Studien entstanden sind und das, was zu meiner Zeit noch war, dass man damit ja noch was Besonderes gehabt hat, dass sich das in den letzten Jahren sicherlich sehr verändert hat. Und was steht auf Ihrer Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht drauf 17&4 Organisationsberatungs GmbH, Diplom-Ingenieur Johannes Fechner, geschäftsführender Gesellschafter, Adresse und E-Mail und so weiter. Dankeschön. Und welche drei Ratschläge hätten Sie zum Thema Berufswahl für Jugendliche in unserem Alter? Ich würde sagen, der richtige Beruf ist der, wo man das Gefühl hat, das ist meine Stärke. Also nicht schauen, wo muss ich unbedingt etwas machen oder wo sind die besten Chancen am Markt, sondern einmal zu versuchen herauszufinden, was kann ich wirklich gut und was tue ich gern, was interessiert mich vor allem. Ja? Und dann zu schauen, gibt es da einen Beruf, der dort am besten dazu passt. Und sich auch nicht scheuen, glaube ich, ist eine wichtige Empfehlung, irgendetwas Technisches zu machen. Also sehr oft höre ich auch, ein technisches Studium, das ist zu schwierig, das schaffe ich nie. Ich glaube, wenn es einen interessiert, dann ist es natürlich viel Arbeit, aber es ist zu schaffen. Und das ist, glaube ich, immer noch eine sehr gute Voraussetzung. Viele Management-Kompetenzen kann man sich dann relativ leicht später auch noch aneignen, auch kommunikative Kompetenzen. Ich habe auch sehr viele Weiterbildungen noch nachher gemacht, ja. Aber eine technische Ausbildung später nachzuholen ist viel, viel schwieriger. Also das wäre meine Empfehlung.